Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold night. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und natürlich ist wieder dabei Michael der Kameramann. Ganz genau. Heute nämlich eine Osterdeko für einen Kreis, für einen Ring, egal wie auch immer. Bei uns hängt es hier über dem Esszimmer und ihr Lieben, Micha schwenkt mal hoch mit ganz natürlichen Materialien, tatsächlich ohne Moos, heute mal ein bisschen mit Heu. Also ihr Lieben, aber das ist heute unser Thema, Ostern hier in einem Ring mit ganz natürlichen Sachen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert. Das ist die Basis hier, die haben wir hier hängen und ich habe die heute abdekoriert. Das war nämlich letztes Jahr zu Ostern unsere Osterdeko und dann haben wir sie ein bisschen umgeändert und jetzt möchten wir sie gerne wieder österlich machen. Und das ist, wie gesagt, dieser Hängekranz, das ist die Basis und zwar ganz österlich. Das sind die Wachteleier, auch in diesem Grün und ich würde mal sagen Salbei und Naturton. Dann auch nochmal die Federn in den braunen Tönen. Dann habe ich hier so einen kleinen Hasen, den fand ich total schön. Den habe ich von Hof Oelkers, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung mal gucken. Den gibt es auch im Online-Shop. Und die Ohren, die kann man nämlich so super biegen. Das heißt, man kann ihn überall reinhängen und das finde ich total niedlich. Den würde ich gerne mit reinmachen. Dann habe ich hier auch nochmal die Kreidefarbe. Das ist auch so ein Grün, würde ich schon fast sagen, so ein Salbeiton. Die Acryleier. Dann habe ich hier auch von dieser Firma mit der Kreidefarbe dieses Glittergold. Das wollte ich gerne mal verbrauchen. Ihr könnt aber jedes andere Glitter nehmen. Schminke gibt es auch ganz tolle Sachen. Und hier habe ich nochmal so einen Sprühkleber. Den habe ich auch für Schablonen sonst immer für die Kreidefarbe. Und ich habe gedacht, heute ist das ganz praktisch. Man kann aber auch super, genau, Potschleim nehmen. Das ist heute auch, wäre eine super Gelegenheit, das zu benutzen. Dann gehen wir hier rüber. Hier haben wir die natürlichen Sachen. Natürlich den Money in der Mitte. Dann unser Heu und nochmal eben hochgeholt, die anderen beiden Zweige, die ich von meiner Kollegin gerade bekommen habe. Die sind auch relativ trocken hier oben geworden, aber ich denke, das reicht und das wird heute verarbeitet. Und ich fange jetzt an, guck mal, das sind hier diese neueren Zweige. Hier lege ich die mir an und nehme jetzt hier diesen Wickeldraht in Gold. Ich finde, das passt ganz gut. Ihr werdet nachher sehen, gerade mit diesem Goldglitter soll sehr natürlich werden, aber so ein paar goldene Highlights dürfen hier heute nicht fehlen. Und ich verzwirbel mir das hier hinten und dann kann man die Äste hier wunderbar, guck mal hier unter diesem Kerzenhalter, einfach nur so da durchstecken. Und ich finde das total schön, wenn das jetzt hier an der Seite auch weggeht. Ihr könntet das auch noch weiter jetzt hier unter den Kranz schieben und einfach hier unter noch verzwirbeln. Aber ich möchte das schon von der Deko ein bisschen, dass das die Weite bekommt. Und jetzt nehme ich nämlich den nächsten Ast und auch den stecke ich mir jetzt einfach hier zwischen die anderen Äste einmal nur so da rein und gehe jetzt hier auch wieder unter den Teller und ganz vorsichtig, natürlich damit es nicht bricht. Ich gucke jetzt einfach mal, wie ich da durchkomme. So mache ich das weiter. Ich gehe jetzt einfach hier wieder so ein Stück. Nee, ich möchte ihn jetzt hier ran haben. Ich finde das ein bisschen besser. Und deswegen werde ich jetzt hier wieder ein Stück Draht nehmen. Ich nehme einfach wieder ein bisschen Draht, schneide mir das ab und fixiere mir den Ast. Also wenn ich tatsächlich hier eine Stelle habe, wo ich ihn nicht unterstecken kann oder unter einem anderen Ast, dann natürlich eben einmal vorsichtig, nicht pieksen, mit dem Draht einmal nur ein bisschen fixieren.
Und jetzt auch hier gehe ich nur wieder hier um den Eisenkranz herum. Und ich denke, das ist so, eigentlich finde ich ganz schön, wenn das so nach oben geht und ist super, super natürlich. So, das mache ich mit dem Rest jetzt auch. Alle Äste rundherum gelegt und zweimal mussten wir praktisch einen Draht dran machen. Und jetzt habe ich hier noch einen Ast und den, das war eigentlich jetzt nicht die Idee, aber das werde ich jetzt tun, den werde ich mir hier oben in der Mitte hier jetzt mit ein bisschen Draht andrahten. Ich glaube, das kann man sehen, Micha, oder? Das heißt, wir haben hier jetzt die ganzen Äste einfach nur um unseren Kreis und was wirklich super harmonisch ist, jetzt diesen Ast, der sich hier in der Mitte nochmal richtig schön breit gemacht hat und es ist auch nochmal eine super Basis natürlich, um hier noch eine Osterdeko ranzumachen. Ihr müsst nicht so einen Eisenkranz haben, ich hatte den ganz viele Jahre und habe ihn nicht benutzt. Jetzt bin ich froh, dass wir ihn haben. Man kann aber auch einen ganz normalen, diese Ringe, die man jetzt kaufen kann, hier einfach nur Bänder dran, Juteband oder wie auch immer, Makrameeband und dann kann man sich wunderbar das an jeden Ring hier machen. Ein Holzring ist auch super, aber da wir ja nun diese Kerzenhalter haben, die möchten wir jetzt nicht, das ist doch ein bisschen weihnachtlich, werde ich ein bisschen Birkenreisig nehmen und breche mir das hier einfach, die dickeren Ästchen und lege mir das hier. Jetzt zwirble ich mir das nur einmal so rum. Dann hält das auch wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein ganz kleines Kränzchen. Und drücke mir das jetzt hier so ein bisschen in Position. Damit das ein bisschen besser hält, werde ich auch hier ein bisschen Draht nehmen und mir das an einer Stelle fixieren, weil ich möchte die hier praktisch oben als kleines Nest nur oben raufsetzen. So haben wir hier ein kleines Kränzchen. Ich habe den goldenen Draht hier ein paar Mal rumgezwirbelt, fand ich ganz niedlich. Dann hat man hier auch noch mal so ein paar kleine goldene Akzente. Ganz natürlich und ganz einfach. Und ich mache jetzt noch mal 3 Stück. Alle Kränzchen sind fertig. Hier hinten habe ich sogar noch einen kleineren gemacht. Finde ich total süß. Und ich werde jetzt hier, wir hatten ja so ein bisschen Heu gekriegt von meiner Kollegin. Und ich lege jetzt einfach nur so ganz bisschen Heu darunter und den Kranz oben drauf. Bei uns hängt er nämlich über dem Esszimmertisch. Das heißt, er wird da nicht großartig bewegt. Deswegen brauchen wir das nicht zu fixieren. Ihr könnt natürlich das hier jetzt auch mit Heißkleber fixieren, aber das reicht uns so völlig aus. Einfach nur das Heu geknüllt, untergelegt, Kränzchen oben drauf. Und es ist super natürlich, oder Micha? Ja. Das sieht aus wie Nester. Genau, wie viele kleine Nester und das mal ohne Moos. Also das ist ja auch sehr selten bei uns. Wir machen ja unheimlich viel mit Moos. Aber wir haben gedacht, jetzt mal ganz natürlich. Und das Grün, das zaubern wir nämlich heute mit diesen Acryleiern. Die haben wir noch vom letzten Jahr. Erst habe ich gedacht, oh mein Gott, so viele Plastikeier. Aber die kommen jetzt hier einfach auf so ein Holzstäbchen. Und was habe ich? Ich habe hier ja diese wunderbare grüne Farbe, Kreidefarbe. Und ich würde sagen, Micha, das ist immer so dein Job, ne? Und Micha geht jetzt mal eben runter und wird die für uns einmal anmalen. Jawohl. Und da wir richtig schöne Goldakzente haben möchten, werde ich jetzt hier einfach mal dieses Goldglitter mir auf den Teller machen. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil der Hase sieht ja auch wirklich super, super natürlich aus. Also dieser Kleber kann man super abmachen. Der ist immer sehr super abzumachen. Und ich mache jetzt hier einfach ein bisschen Kleber an die Hasenöhrchen. Und guck mal, jetzt hat er schon mal so ganz kleine goldene Akzente. Und ich habe noch einen zweiten gefunden, da mache ich das auch. Und wenn ihr das ins Gold reingelegt habt, einfach nur ein bisschen abklopfen
Und genau, ich stelle ihn mir jetzt zur Seite und lasse ihn hier trocknen. Mit Potschleim könnte man jetzt wunderbar Potschleim oben rauf machen und das Gold genauso dagegen. Und dann hält das wunderbar. Mehr braucht man gar nicht. Also es ist immer super, wenn man das wirklich im Haus hat. Und hier werde ich jetzt unsere Eier, die schon getrocknet sind, das geht immer ruckzuck mit der Kreidefarbe, einfach nur oben die Spitze ein bisschen jetzt mit diesem Sprühkleber machen oder eben mit dem Potschleim und werde mir die hier jetzt auch in unser Gold noch mal richtig schön drinne rum reindrehen. Und das ist doch richtig schön, so ein goldener Akzent, oder? Man kann es auch so ein bisschen vorsichtig einlaufen lassen. Das heißt, also vielleicht unten in der Spitze ruhig ein bisschen mehr Gold und dann so ganz leicht nur oben hin. Und das probiere ich noch mal eben aus. Großen Eier trocknen. Und bevor wir weitermachen, nehme ich jetzt die kleinen Wachteleier. Und das finde ich natürlich perfekt, dass wir jetzt hier die drei Töne haben. Also einmal dieses ja hellere Grün, dieses Salbeigrün, dann haben wir hier noch mal dieses wunderbare richtige Grün. Und ich werde mir jetzt hier überall so ganz kleine Gruppierungen machen und die Eierchen hier überall erstmal rankleben. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see. Was ich immer schön finde, das wisst ihr ja schon, einfach hier so ein bisschen kaputtes Ei, damit wir hier auch diese ganze Natürlichkeit kriegen. Und ja, jetzt mache ich, wie gesagt, hier überall ein paar kleine Gruppierungen. Guck mal, ich habe mir einen Zahnstocher genommen. Die Schaschlikspieße sind zu dick. Schneide mir hier einfach nur ein bisschen ab. Ich habe jetzt hier den goldenen Schmuckdraht mir genommen und gehe jetzt hier einmal mit dem Draht rum, verzwirbel mir jetzt die beiden. Guck mal, ich habe hier überall das Gold kleben. Genau, verzwirbel mir das richtig schön und schneide mir jetzt so die Länge ab, die ich gerne hätte für mein Ei. Und ich werde jetzt den kleinen Rest hier vom Draht auch noch mal eben rumzwirbeln. Jetzt nehme ich mir das Ei hier schon mal ab und stecke mir jetzt hier den Zahnstocher rein. So, und wunderbar. Jetzt haben wir ihn hier an diesem Draht. Da könnt ihr natürlich alles nehmen, was ihr habt an Band. Es muss natürlich etwas dünner sein, damit das auch super durch das Loch passt. Und das mache ich jetzt mit den anderen Eiern auch. So, und wenn ihr die Eier fertig habt, ein paar muss ich gleich eben noch anbraten, dann könnt ihr die hier wunderbar in eure Deko mit einarbeiten. Ich finde das ganz optimal hier an den Ketten ruhig. Dann haben wir nämlich die Eier nicht nur hier in der Mitte, sondern tatsächlich in der Mitte, aber verschiedene Breiten. Das finde ich ganz gut. Und das werde ich jetzt hier nochmal eben machen. Ich werde hier jetzt die Eier alle ranmachen. Alle Eier hängen. Und das ging rucki-zucki, oder? Also wirklich, das ist eine rucki-zucki Osterdeko und die gefällt uns wirklich gut. Wirklich mal ohne Moos oder mit irgendwelchen knalligen Farben wieder ganz natürlich, aber goldene Akzente und ja, finde ich supi. Jetzt gucken wir einfach mal mit dem Hasen hier. Ich hatte nämlich eigentlich überlegt, dass wir den hier in den Ast mit den Öhrchen hineinmachen und da gucke ich jetzt, wie ich das Ohr biegen kann, dass wir ihn hier mit in den Ast hineinarbeiten. Guck mal, die Häschen. Das ist echt eine super Idee eigentlich. Beziehungsweise wirklich eine super Sache mit diesen Öhrchen. Ich werde jetzt nachher noch mal eben den Aufkleber unten abmachen. Der ist natürlich nicht so wunderschön. Und ich finde, die passen hier wirklich. Ich drehe das einfach mal. Und ja, wir zeigen das nachher noch mal eben im Esszimmer. Und ich werde jetzt hier einfach überall noch so ein paar Federchen ranmachen. Und dann würde ich nämlich sagen, dass diese Hänge-Osterdeko für heute fertig ist. Guck mal, jetzt kann man hier sogar noch an den kleinen Ästchen noch so ganz zart die kleinen Federn reinmachen. Und in den Nestern, da kann man es sogar ohne Kleben einfach nur so reinstecken. Und genau, das sind jetzt noch mal so kleine Feinheiten und das soll ja auch
richtig Spaß machen und das macht auch richtig Spaß. Und da ist ja unser Osterkranz für unser Esszimmer und ich würde sagen, wir gehen jetzt mit euch runter und dekorieren ihn unten mit euch ein. Der Osterring hängt, wir sind glücklich und wir werden uns richtig freuen und besonders, wenn die Enkelkinder kommen. Also ihr Lieben, und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten und ja, dann freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Ihr Lieben, Kommentare, vielen Dank nochmal dafür, das ist wirklich wunderbar, wir freuen uns immer wieder und guckt hier unten in der Videobeschreibung nochmal, wenn ihr Dekoartikel sucht. Auch so wie die kleinen Hasen hier zum Beispiel sind von unserer Webseite immer wieder verlinkt. Also es lohnt sich doch. Also wir drücken euch aus der Ferne. Bleibt gesund. Die Sonne scheint heute tatsächlich, ne Micha? Ja, schön. Ja, das freut uns natürlich. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.